Ich habe das ja schon ein paar Mal angekündigt, aber jetzt ist es soweit. Nach meinem Besuch auf der Kalmit, Leute, das ist mir dermaßen auf den Kranz gegangen. Dass man da nicht vernünftig laufen kann. Da muss ein schmaleres Bett rein. Ihr habt auch schon das Lattenrost gesehen, das ich ein wenig aufgearbeitet habe. Und genau da mache ich jetzt weiter. Zunächst einmal fange ich damit an. Hier diesen Versatz da auszugleichen, also dass das hier bis zur anderen Seite ein Niveau wird. Sprich, ganz einfach, ich setze mir da eine Leiste rein. Na, wer sagt's denn? Restholz. Muss das jetzt so krumm sein? Okay, nächster Versuch. Passt nicht ganz. Und nicht erschrecken, das war nur der Testschnitt. Einwandfrei und bündig. Also, zwei Stück. Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen dünn geworden. Das waren doch die Abschnitte. Und hier sieht man mal wieder die gute Qualität der Billigprodukte. Ich wollte gerade diese Leiste einsetzen und stelle fest, da ist bündig und da nicht, weil genau hier ist ein Versatz drin, weil hier sind es 3,3 und hier vorne irgendwie nicht. Nur 2,7. Also eindeutig, da, wo die Schraube ist, ist mittig Holz gebohrt, aber das Holz ist nicht im rechten Winkel zum Rahmen. Also machen wir den Jungen jetzt hier ein Stück schmaler und dann stimmt die Geschichte wieder. Ja, passt. Und da jetzt schnell zwei Löcher rein. Und zwei Schrauben hinterher. Dann sollte das fest sein. Und in der Hoffnung, dass mein Plan realisierbar ist, kommen da solche Möbelrollen drauf. Die hatte ich von einer Schrottreifen-Couch ausgebaut. Also so eine Klapp-Couch, die man beim Sperrmüll abgegeben haben, nicht eingesammelt. Aber die ganzen Beschläge habe ich mir mal eingesammelt. Sollte mir doch langsam mal ein neues Bit besorgen. Funktioniert besser. Und das kommt weg. Womit das Ganze bei Bedarf angehoben werden kann, bewegt werden kann und dann kann ich das ganze Bett so aufrichten, hab ich mal gedacht und komme da unten an meine Staukästen dran. Obendrein habe ich da noch was vor, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Also, das wird ein ziemlich kompliziertes Bett hier.
Anhand meines Zollstocks könnt ihr jetzt sehen, dass ich mal wieder auf der Suche nach Holz bin. Und zwar muss diese Rolle ja auf irgendetwas laufen. Brauche ich ein Brettchen, was so circa 3-3,5 cm dick ist. Und eine Mindestlänge hat von 90, ne? Ich gehe mal in meinen Vorräten gucken. Sollte passen. Das zierliche Teil hier hat eine Länge von 3 Meter, womit ich jetzt 2 mal 2 Meter habe für die beiden Längsseiten als Auflage. Und dann habe ich noch 2 mal 1 Meter, von denen ich aber nur 90 brauche für die beiden Schienen. Ich denke jetzt mal darüber nach, wie ich das am geschicktesten schneide. Ich glaube, ich versuche mal einen 45 Grad Schnitt. Ich muss hier im Moment festhalten, weil das bewegt sich ein bisschen. Also, hier unten sind die 2 Meter, also ich habe da ein bisschen Spiel. Also die Eisenbahnschiene musste da drauf wegen des enormen Überhangs da hinten, weil sonst hätte ich es nicht gehalten gekriegt. War natürlich jetzt wesentlich schwieriger zu schieben, aber hat dementsprechend auch kaum vibriert, also hat alles Vorteile. Also ich muss mal sagen, mein Sägeblatt ist noch recht scharf, sind kaum Brandspuren dran. Steht freihändig. Und das Schnittergebnis kann sich auch sehen lassen. Also, weiter. Jetzt folgt der zweite Schnitt. Und zwar muss diese Kante hier oben jetzt ungefähr hier enden. Also sprich, auf der anderen Seite, da unten, muss ich jetzt auch einen 45 Grad Schnitt machen. Sollte dann so bei 1,96,5 Meter zu Ende sein. Schauen wir mal, was wir uns da fabriziert haben. Super perfekto. So, und jetzt auch die kurzen Seiten.
die wollen dann 89 langes Maß. Also die Seite über Kante hier. Nicht die. Die. Guck weg, das kennt er schon. So, jetzt haben wir einmal oben und einmal Seite. Wir brauchen aber das Ganze zweimal. Also, der Länge nach durch. Das heißt dann, beim 20er Brett, Entschuldigung, ist ja Bohle. Habe ich getrunken gestern Abend. Weiß nicht, wie heißt. War dicker wie Brett, war dünner wie Balken. Ah, Bohle, Bohle. Richtig. So ungefähr mal 10. 10 weniger 10 geht nicht, weil, ne? Ich habe ja auch noch ein Sägeblatt. Also, machen wir hier auf 9,5. Ich muss nachher sowieso beide Seiten noch besäumen, dass das ordentlich aussieht, ne? So. Auf der Seite ist jetzt schon mal schön. Und auf der anderen Seite schneide ich nachher auf Maß. Jetzt kommt erstmal das lange Brett. Und hier habe ich vom Ende der Säge im 1,35 Meter. Mein Brett ist, ich glaube, ein wenig länger. So kann man auch seine Werkstatt vergrößern. Also, weiter. Und das hier, liebe Gemeinde, ist der kümmerliche Rest von Bohle. Der Hilfsrahmen ist jetzt soweit schon mal gediehen. Jetzt gilt es, eine Denksportaufgabe zu bewältigen und dazu ziehe ich mich in mein Schlafgemach zurück. Also tschüss, bis morgen. Der Gedanke ist fertig. Der verträgt sich nur noch nicht mit dem Holz.
wieder mit dem Zollstock unterwegs. Also von der Außenwand des Fahrzeuges bis zur Küche sind es 1,25 Meter maximal. Mehr geht nicht. Also für den Bedarfsfall. Ne? Da hier die Wand anfängt, 1,25 Meter ab Rad, machen wir das denn jetzt? Brauche ich eine Hilfskonstruktion? Jetzt 1,25 Meter. Na, das ist nicht Augenmaß, 1,23 Meter. Und jetzt drehen wir uns im Kreis. Nee, suchen Bleistift. Setzen wir da eine Markierung. Selber auf der anderen Seite. Und dann markiere ich mir noch das Zentrum der Achse. Genau wie auf der anderen Seite. Und wenn ich jetzt hier messe, komme ich auf 35 cm. Wenn ich das Bett klappe, das müsste mal einer festhalten, dann habe ich hier bis zur Wand noch 28 cm. Das dürfte reichen für die Matratze und das Bettzeug. Das kann natürlich nicht so bleiben. Also nehmen wir hier die 3,5 cm von dem Schlag und sägen die hier raus. Und hier mache ich noch eine kleine Mulde für den Rest von dem Rad. Da hinten kommt noch. Also 3,5 cm hier und drüben raus. Hier, wo die Rolle sitzt, die 38 mm im Durchmesser hat, mache ich mir hier im Abstand, da wo die Achse ist, eine Vertiefung mit dem Forstnerbohrer im Durchmesser von 35 mm, weil der Rest wird sie auf jeden Fall irgendwann passend abnutzen. Also so, dass die Tiefe erreicht wird und hier oben noch
ein wenig Platz ist, weil ich muss ja 38 mm ergänzen. Ja. Nur eben, dass hier eine leichte Vertiefung entsteht, was dann in der bearbeiteten Form so aussieht. Und jetzt säge ich hier die 3,5 cm weg. Das sieht dann im Endeffekt so aus und da muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. Also der 35er Bohrer war dann doch zu gering. Das Nacharbeiten ist dann geglückt. Und jetzt passt die Geschichte auch. Und das, wer hätte es geglaubt, machen wir zweimal. Anstelle von diesem Klötzchen, was ich hier mit den Schraubzwingen fest hatte, kommt jetzt eine Dachlatte rein. Allerdings nur mit zwei Schrauben festgedreht, weil ob die Dachlatte im Endeffekt dann noch existiert, weiß ich noch nicht, aber erstmal brauche ich sie. Diesen kleinen Versatz hier werde ich dann mal kurzfristig mit einer Raspel vernichten. Und dann noch meine kleinen Stopperbrettchen. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze von Erfolg gekrönt war. Also die Idee dahinter ist jetzt folgende. Ich liege nicht ganz auf dem Rahmen auf, aber ich denke mal, das gibt sich dann in der Zeit. Muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. Wo stört er denn da? Also die Rolle muss noch ein bisschen tiefer. So ein bisschen raspeln. So, also, die Idee dahinter ist, dass ich das Bett anhebe und ausfahren kann. Womit ich da hinten an der Wand nochmal auspolstern kann und mein Bett somit etwas breiter ist bei Bedarf. Eigentlich ist das ganze Auto ja nur für einen gebaut. Die zweite Idee: Wenn ich in dieser Raste bin, kann ich das Bett hochklappen. Hier oben, da, oben irgendwie verriegeln. Und ich komme hier unten an meine Staukästen dran. So ist mal der Gedankengang. Auf der Seite muss ich jetzt zum Einschieben mehr Kraft aufwenden wie auf der. Das heißt, ich muss da drüben noch ein bisschen nacharbeiten. Die Feinarbeiten mache ich jetzt mal ohne euch. Wir sehen uns wieder, wenn es weitergeht. Und bevor ich jetzt weiter denken kann, werde ich erstmal das Bett im Crafter gegen dieses Teil tauschen und mal sehen, was mir an Entfaltungsmöglichkeiten noch bleiben. Ideen habe ich reichlich, aber ob die passen? Ich baue mal um. Und was mich bei der Aktion auch interessiert, ist das Gewicht.
Also im Moment sind hier 24 cm Platz und da hoffe ich, dass ich ein bisschen mehr über habe. Ja, schau mir. Leute, ich brauche einen Schuhschrank. Matratze 9 Kilo. Lattenrost mit Füßen 30 Kilo. Füße 6 Kilo. Der Rahmen 8 Kilo. Also der Abstand beträgt jetzt 36 cm. Gut, kommt dann irgendwie noch eine Verkleidung drauf, aber nicht mehr so die Welt. Das mache ich jetzt erstmal provisorisch fest. Lattenrost 13 Kilo. Matratze 5 Kilo. Damit das hier nicht abhaut, muss ich dieses komische Brett da wieder vorsetzen. Also das hier. Und das ist logischerweise zu lang. Obwohl, nur so pro forma geht's. Ich habe da ja noch ein bisschen Platz in der Außenwand. So, liebe Leute, ihr kennt mein Problem. Ich muss, wenn ich Feierabend mache, das immer in dem Zustand haben, dass ich damit auch wegfahren kann. Also, kann ich jetzt. Doch, ist recht fest. Schmeiße ich mal wieder alles drauf und im nächsten Video geht es dann weiter. Eins noch hinten dran. Ich kann die Füße da unten noch ein wenig höher setzen. Ich habe hier also noch ein wenig Spielraum, den ich unten nutzen kann. Und die Fläche kann ich dann auch nutzen. Ach so. Laufen kann man jetzt auch besser. Ich denke mal, das sollte für dieses Video reichen. Ich verabschiede mich so wie immer von euch. Winke, winke, sagt euer Corvus Laborat. Bleibt mir alle gesund, bis die Tage und tschüss.